GZSZ-Wochenvorschau, das passiert ab dem 9. Juli 2018 bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. So geht es bei GZSZ weiter. Im GZSZ-Kiez ist in einer neuen Woche wieder einiges los. Ion und Shirin schlittern in eine extrem peinliche Situation und bei Leon und Sophie bahnt sich eine Katastrophe an. Valentina Pade präsentierte euch die GZSZ-Wochenvorschau. Die Beziehung von Sophie und Ion steht vor dem Aus bei Sophie, Lea Malin-Wittag, und Leon, Daniel Felo, bahnt sich nach ihrem letzten Streit eine echte Katastrophe an. Sophie kommt nicht darüber hinweg, dass ihr Mann sie mit Maren, Eva Mona Rodekirchen, betrogen hat und mit ihr sogar ein Kind erwartet. Sie wünscht sich, dass wieder alles so ist wie zuvor. Doch das ist natürlich unmöglich. Leon möchte Verantwortung für sein Kind übernehmen, aber seine Frau nicht immer wieder aufs Neue verletzen. Der Spagat gelingt ihm allerdings nicht. Ich liebe dich und sehe ganz genau, wie dich das fertig macht, sagt er zu Sophie. Leon spricht an, was beide schon lange denken, es funktioniert so nicht. Er fällt eine dramatische Entscheidung, vielleicht ist es besser, wenn wir uns trennen. Für Ion und Shirin wird es richtig peinlich. Shirin, Gamze Senol, und Ion, Felix von Jaschejew, nehmen ein lustiges Hochzeitsvideo für Emilü, Anne Mentne, und Paul, Niklas Osterloh, auf. Danach wollen sie den Abend mit Zärtlichkeit und Intimität ausklingen lassen. Doch leider filmt die Kamera immer weiter. Shirin und Ion ahnen davon nichts und überreichen Leon das Video stolz am nächsten Tag. Auch die Küchenkrippe-Mauerwerk bekommt das pikante Filmchen zu sehen und